In diesem Video schauen wir uns von Komica das Boom XD Pro an. Los geht's nach dem Intro. Das Video werde ich relativ kurz halten, denn zum einen könnt ihr schon an meiner Stimme hören, wie gut das Mikrofon ist, und zum anderen schauen wir uns jetzt nur die Highlights von dem Gerät an, was mich da jetzt fasziniert hat oder was gut war und das, was eben schlecht war. Das grundlegende Prinzip sollte klar sein: Man hat einen Empfänger und zwei Sender. Diese beiden Sender haben einen Anschluss für ein Klinke-Ansteckmikrofon. Das wird grundsätzlich erstmal mitgeliefert, aber natürlich Klinke, da kann ich auch dann entsprechend ein alternatives Ansteckmikrofon einstecken. Was ihr jetzt hört, ist meine Stimme mit dem integrierten Mikrofon. Ich sitze in einem sehr halligen Raum. Wenn es jetzt also ein bisschen hallt, dann liegt das tatsächlich nicht an dem Mikrofon, sondern an der Location, in der ich gerade aufnehme. Da kommen wir auch schon zum großen ersten Minuspunkt. Man kann am Empfänger die Lautstärke einstellen. Und ich habe jetzt hier die maximale Lautstärke eingestellt und das Mikrofon befindet sich auch ziemlich nah an meinem Mund und trotzdem habe ich ein sehr leises Audiosignal, was ich reinbekomme. Das Ergebnis hört ihr ja jetzt. Das lässt sich natürlich verstärken und dann verstärkt man aber leider halt auch immer das Grundrauschen damit. Und jetzt hört ihr mich mit dem Ansteckmikrofon an dem Sender und auch wieder bei voller Verstärkung. Angeschlossen habe ich den Empfänger mit dem USB-C-Datenkabel. Das heißt, ich habe jetzt hier ein digitales Signal und gehe nicht über den Klinkeanschluss meines PCs rein. Das würde natürlich auch gehen. So, dann kommen wir gleich zu einem weiteren Feature, das die Pro-Variante auszeichnet, und das ist diese Recording-Funktion. An den beiden Sendern, wo das Signal ja über das Mikrofon aufgenommen wird, habe ich einen orangenen Button, auf dem Record steht. Und wenn ich den drücke, dann wird auf den internen Speicher des Senders aufgezeichnet. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich dann nicht über die Funkstrecke gehen muss, bis ich das Signal bekomme. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, wenn ich aufnehme über die Funkstrecke und dann beim Bearbeiten merke, ups, irgendwie war da eine Störung in der Funkstrecke und mir fehlen ein paar Sekunden der Tonspur oder die Tonspur hat eine schlechtere Qualität. Dann kann ich auf dieses Feature zurückgreifen, schließe eines der Sender über USB-C an meinen PC an. Das wird dann dort als Wechseldatenträger angezeigt und ich kann einfach die Sounddatei nehmen und weiter benutzen oder weiter bearbeiten. Ich habe hier also eine Art Backup. Was mir aber daran nicht gefällt, ist, dass dieser Record-Knopf bei den Sendern aktiv gedrückt werden muss. Das heißt, ich habe am Empfänger selbst keine Möglichkeit, diese Funktion aus der Ferne zu aktivieren. Das wäre ja ein praktischer Nutzen, denn wenn ich die Aufnahme starte, habe ich vorher alles eingerichtet, bin dann an meiner Kamera oder an meinem Smartphone, drücke Record und möchte dann eigentlich auch, dass alle beiden, oder man kann glaube ich sogar noch mehr als zwei anschließen, aber in dem Fall, in dem Set sind es eben zwei, ich möchte, dass dann alle angeschlossenen Funksender entsprechend diese interne Aufzeichnungsfunktion aktivieren. Stattdessen muss ich einzeln zu den Personen hingehen, die das Mikrofon angesteckt haben und darauf achten, dass diese Taste gedrückt wurde. Das heißt, das ist dann auch zeitasynchron. Das ist jetzt beim Editieren kein großes Problem. Wäre aber nett gewesen, wenn das dann irgendwie zur gleichen Zeit überall startet, die Aufnahme. Das war es tatsächlich jetzt größtenteils mit der Kritik. Jetzt kommen wir mal zu den ganzen Features, die ich ja schon in der Anmoderation versprochen hatte. Was mir gut gefällt, ist die digitale Audioausgabe für das PC, Smartphone oder Tablet. Und zu PCs zähle ich jetzt auch einfach mal macOS dazu. Denn ich kann einfach den Empfänger mit USB-C an meinen PC anschließen und dann wird eine Soundkarte erkannt. Dementsprechend habe ich dann ein Mikrofon, das ich auswählen kann und die Aufnahme starten kann. Zum Beispiel, wenn ich OBS benutze, kann ich das als Quelle dann damit einbinden. Zusätzlich gibt es aber auch noch die analoge Ausgabe per Klinke. Das ist ja noch das Verfahren der Wahl bei vielen Kameras, wo ich einfach einen Klinkeanschluss an die Kamera stecke, um das Audiosignal aufzunehmen. Es gibt auch noch eine sogenannte Safety-Aufnahme. Das ist auch ein interessantes Feature. Und zwar wird da in zwei Verstärkungsstufen aufgenommen. Ich habe also zwei Tonspuren und die eine wird lauter, die andere leiser aufgenommen. Und wenn die eine übersteuert, dann kann ich auf die leisere zurückgreifen, um diesen Teil der Tonspur dann zu reparieren bzw. mit der korrekten zu ersetzen. Die schon angesprochene interne Speicherung, das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Da bin ich nicht abhängig, wie gut meine Funkstrecke war, sondern habe im Notfall nochmal die Sounddatei auf den Geräten selbst und kann die nutzen,
falls der Sound irgendwie durch die Funkstrecke beeinträchtigt war. Auch wenn das nicht ganz so konsequent umgesetzt wurde. Was mir auch gut gefällt, ist, dass das Gerät eine Stereoaufnahme erlaubt und damit habe ich die Möglichkeit, die zwei Sender einmal auf die rechte und einmal auf die linke Spur zu legen und somit kann ich die beiden Personen separat editieren, ich kann die Verstärkung anpassen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man dieses Feature verwendet, denn wenn man eine Monoaufnahme verwendet und hat zwei Mikrofone dranhängen, dann kann man die nicht auseinander dividieren so richtig. Also immer die Stereoaufnahme nehmen, beziehungsweise fällt mir jetzt nichts ein, wann ich die Monoaufnahme bräuchte. Am besten finde ich immer die Stereoaufnahmefunktion, denn dann kann ich beide Tonspuren separat editieren. Gut gefallen hat mir natürlich auch, dass die Geräte diese zwei Betriebsmodi haben. Einmal mit dem angesteckten Mikrofon, da kann ich ja alle möglichen Mikrofone einstecken und natürlich auch das interne Mikrofon. Dann kann ich es aus der Tasche ziehen und direkt benutzen, ohne noch weitere Kabel zu benötigen. An der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich natürlich über ein Abo dieses Kanals.